Arbeitnehmerveranlagungen und Steuererklärungen sind Begriffe, vor denen die meisten Menschen zurückschrecken. Dabei kann man, wenn man es richtig macht, eine Menge Geld sparen. Der 1983 gegründete Verein der Innviertler Steuerzahler hat es sich auf die Fahnen geschrieben, seine Mitglieder zu beraten und in Steuerfragen zu unterstützen. Der Verein Innviertler Steuerzahler, also kurz FIS genannt, wurde 1987 von Herrn Magister Ferschmann und Herrn Reschjohann gegründet. Und ich bin damals schon selbstständig gewesen als Friseurmeisterin und bin dem Verein beigetreten, war immer sehr gut beratend und habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Seit 1990 habe ich denselben im Verein mitgearbeitet und seit 2013 bin ich dann die Obfrau vom Verein Innviertler Steuerzahler. Die Mitglieder des Scherdinger Vereins verteilen sich auf ganz Österreich. Zielgruppe sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmer. Ganz gleich, ob Arbeitnehmer, Angestellter oder Unternehmer. Wir beraten sie gern und unterstützen sie bei allen Steuer- und Sozialversicherungsangelegenheiten. Zusätzlich bieten wir auch dann den Gründungsservice an, also gerade wenn sie eine Privatperson entschließt, dass er nebenberuflich jetzt nur zusätzlich sich auch selbstständig machen will, sind wir gerne bereit, dass wir da die Anfangsschwierigkeiten mit denen dann abklärt und dann mit unseren Partnern dann dementsprechend die Wege zeigen, wie man dann die Neugründung beginnt. Wichtig hierbei sind die Kontakte des Vereins zum Finanzamt, dem AMS, der WKO und den Sozialversicherungen. Bei strittigen Steuerfragen scheut der VIS auch den Schritt vor die Gerichte, wenn nötig, nicht. Für den Fall, dass die fachlichen Berater des FIS, also des Verein der Innviertler Steuerberater, auf einen Sachverhalt stoßen, wo sie glauben, da gibt es keine höchstgerichtliche Entscheidung dazu, oder die Berater sind nicht der Meinung, wie die bescheidelassende Behörde, wird dann vom FIS dem jeweiligen Mitglied Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt, der berät einerseits und führt auch, wann notwendig, eine Bescheidbeschwerde durch. Das kann letztlich sogar bis vor den Verfassungsgerichtshof gehen. Kosten entstehen dem Mitglied dadurch nicht. Ob dieser Rechtsschutz sozusagen gewährt wird, entscheidet der FIS, weil es natürlich nur dann einen Sinn macht, wenn es auch wirklich einen Sinn macht. Grundsätzlich handelt es sich immer um Einzelfallentscheidungen und ja, ist dann einfach zum Prüfen, ob das möglich ist oder nicht. Vielfach, so die Erfahrung des Vereins, nutzen viele Menschen einfach nicht die bereits gegebenen Steuervorteile. Hier will der VIS wichtige Tipps geben. Unter welche Voraussetzungen kann ich erforderliche Medikamente absetzen? Unter welche Voraussetzungen kriege ich zum Beispiel Steuerermäßigung beim Kfz? Was muss ich da tun? Und für solche Fragen steht der FIS dann zur Verfügung. Es kommen eben auch viele Einzelfragen auf uns zu. Da besteht immer wieder die Hürde, dass man zum Finanzamt geht und sich da informiert oder zu einem Steuerberater geht und da ein großartiges Erstgespräch macht mit Kosten oder dementsprechend was. Da sind wir dann sofort auch telefonisch erreichbar und können also Einzelfragen dann in einer kurzen Form abklären. Das Wichtige ist vor allen Dingen, dass man auch einfach die Arbeitnehmerveranlagung macht, weil man glaubt gar nicht, wie viel Geld da sozusagen einfach oder die Rückerstattung nicht beantragt wird. Und damit letztlich dem Finanzamt Geld schenkt. Und wer will das schon?